A pirate flag? Wonder if there's treasure buried nearby. Arr, me Mekis! Ich lasse Pisshead mal im Hintergrund laufen, ne? Ich krieg sowieso eine Copyright-Anmerkung nach der nächsten für dieses Let's Play hier. Alle nur mit dem Hinweis, dass das Urheberrecht woanders liegt für dieses und jenes Musikstück. Keine Auswirkungen auf den Kanal, deswegen könnt ihr euch die Folgen auch angucken. Aber die Hinweise kriege ich trotzdem. Das wäre ein Problem für mich, wenn ich diesen Kanal in irgendeiner Art und Weise monetarisieren würde. Sprich, wenn ich Werbung schalten würde, wenn ich in irgendeiner Art und Weise mit YouTube Geld verdienen würde, was ich ja nicht tue. Ich mache das ja alles nur aus Spaß an der Freude und um meiner Sucht zu frönen. Und von daher ist das für mich relativ egal. Aber ich sag mal, echte YouTuber, die hätten ein Problem mit. Now this is a Vortex Club I wouldn't mind joining. Vortex Club, kunterbunter Ball. Außenseiter vereint euch. Seid, wer immer ihr seid, wenn wir essen, trinken und fröhlich sagen... Fickt euch an Reagan und sein repressives kapitalistisches Regime. Kommunismus, Atheismus, freie Liebe. Blackwell Academy, Jahrgang 81. Gotta love a place where even Christmas looks depressing. Es gibt eine Menge Zeug zu entdecken hier, ne? Ich würde gerne auch noch irgendwie da rein. Können wir auf dem Weg hier dann wieder zurück, wollte ich gerade sagen, und dann hat Chloe mich unterbrochen. This rug has some miles on it. So, was ich auf jeden Fall erstmal noch ignorieren werde, sind diese, ist diese Motorhaube hier zum Beispiel, weil wir suchen eine Batterie. Glass looks way prettier when it's broken. Wonder what else that's true for. Und da ich mich hier auf diesem Schrottplatz natürlich jetzt erstmal in aller Ruhe umsehen und alles ganz genau erforschen möchte, ignoriere ich natürlich unsere Hauptquest erstmal, nämlich diese hier. Puddles, bottles everywhere, and not one beer to drink. Ah, das ist natürlich ungünstig. Smile, bitch. Ach komm, das wäre doch ideal für eines von Chloes weltberühmten Graffitis, aber... First you take my mom, then you take my home. Fuck you, David. Sorry, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. Ach, was ich mag, ist zumindest bisher, dass es einfach mal so eine ganz normale Geschichte ums Erwachsenwerden ist und darum, den eigenen Platz in der Welt zu finden und es nicht um irgendwelche Flüche oder Mordfälle oder das Ende der Welt geht oder irgendwie sowas. Ich meine, die Geschichten mag ich auch, ohne Frage. Sonst würde ich nicht so viele Spiele dieser Art spielen. Aber es ist mal eine erfrischende Abwechslung, das schon. There's got to be a battery under one of these car hoods, right? You're a long way from the beach. Ich komme immer wieder gegen den gegen das Mikrofon. Don't tell me what to do. Make it a great day! Macht einen großartigen Tag daraus, steht auf dem Schild. Und dann ist ihr ein Licht aufgegangen. I always wanted a pet snake. Instead, I got David. Fuck everything. Ich bin ja so ein bisschen auch von mir selber überrascht, dass ich bis jetzt nur einmal bei diesen... Improvisationsgeschichten von Chloe verkackt habe. Und ansonsten habe ich jedes Duell gewonnen. Here's a side of Arcadia Bay they don't put on the postcards. Ich habe ja total Schiss, dass ich in einem entscheidenden Moment da abkacke. Ich meine, das mit dem Wein war schon kritisch, ne?
Wow. Shitty ride, drug dealer. Really thought crime paid better. Warnung! Dieses Vehikel wurde im Rahmen eines Haftbefehls oder einer Verfügung konfisziert und beschlagnahmt. Dieses Vehikel wird gemäß der Befugnis unter Regel 42 des Amtsgerichtes von Oregon in Anwendung von Sektion 2.1 des Rauschgiftschadensgesetzes von 1985 gepfändet und beschlagnahmt. Es ist eine Straftat, dieses Eigentum ohne Entschuldigungsgrund zu zerstören, zu beschädigen oder zu verändern. Meint ihr, da ist vielleicht unsere Batterie drin? Damit wir wieder schön Probleme kriegen können, dass wir hier. This Matt has seen some things. An dieses Auto gegangen sind. Feet. I used to love opening up the diner with Mom before school. I guess those days are now officially over. So, fangen wir mal an, unter die Hauben zu schauen. This one won't work. Ich gehe davon aus, dass das da das ist, was wir brauchen. Deswegen gucke ich erst nochmal, hier war noch ein anderes Auto, wo wir unter die Haube gucken konnten. Da gehe ich jetzt nochmal kurz hin. Ach so, ein schönes Preview hier auf Car Junkyard. Den nächsten DLC, die nächste Erweiterung zum Gas Station Simulator, einem anderen Let's Play, das zurzeit hier auf dem Kanal läuft. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf. Also Simulatorspielen wie zum Beispiel Gas Station Simulator, aber auch an so Sachen wie Tropico damals oder an Graveyard Keeper kann ich mich auch immer wunderbar festsuchten, weil man dazu jederzeit das Gefühl hat, dass man vorankommt und dass man sich nach und nach was aufbaut. Stardew Valley, wenn ich das mal spielen würde, wäre auch so ein Spiel, wo ich mich wahrscheinlich über Monate dran festsuchten könnte, also über Monate von Videos, über unendlich viele Stunden. There's got to be a battery under one of these car hoods. Oder Anno 1800 wollte ich ja auch immer mal was zu machen. Aber ich habe halt nur so viel Zeit und ich kann nur so viele Sachen gleichzeitig machen und deswegen muss ich immer Entscheidungen treffen und das finde ich furchtbar. Kann ich nicht einfach reich sein und den ganzen Tag nichts anderes mehr machen? This is no good. Wobei ich tatsächlich schon sehr exzessiv und viel spiele und streame, das ist mir schon bewusst. Aber das ist so mein Ausgleich für mein ansonsten teilweise sehr stressiges Leben, gerade auch auf Arbeit und so. Habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ne? Psychiatrische Pflege im Nachtdienst ist jetzt auch nicht unbedingt so ganz ohne und so ganz unbelastend. Und da bin ich froh, dass ich am Tag zumindest so meine, also meistens meine 2-3 Stunden unterkriege, wo ich mich mit sowas beschäftigen kann. This thing looks somewhat new. Maybe the battery still works. Da ich auch sonst nicht großartig irgendwelche Verpflichtung habe, irgendwelche Sportclubs oder was weiß ich, wo ich dann noch hin muss, außerhalb von Arbeit und halt so die üblichen Hauslebensgeschichten halt. What are you trying to hide under there? Habe ich im Moment halt wirklich die Möglichkeit, auch relativ viel Zeit hiermit zu verbringen und auch relativ viel ich sag mal, Ablenkung euch auch an dieser Stelle aus allen möglichen Genres zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich, mein ganzes Gaming-Leben spielt sich auf YouTube ab. Also ich mache privat für mich, ohne dass die Kamera läuft oder sowas, spiele ich eigentlich überhaupt gar nichts. Also
Und ab und zu habe ich das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen dafür, obwohl das eigentlich überhaupt nicht nötig ist, oder? In official car speak, this is the thing that makes the other things do their things. Dann, take the thing. Do your thing, Chloe. Here we go, the pick of the litter. I think the thing's the thing. Jumba ba boomba bam bara ba boomba. Eigentlich schon, ja doch, da hatte ich schon reingeguckt, ne? Okay, machen wir unser Ding. Da würde ich jetzt zum Beispiel komplett versagen. Mit Autos kenne ich mich nicht aus. Aber Chloe hat ja in einer früheren Folge schon etabliert, dass sie zumindest rudimentäre Ahnung davon hat, wie so ein Vehikel funktioniert und was man wie anschließen muss, als David ihr das alles erklären wollte, da, ne? Also von daher. Ist da noch Sprit drin? Wird der nicht, wenn das Auto auf dem Schrottplatz steht, dann ist doch bestimmt der Tank geleert worden, oder? Ich glaube, das macht man so, damit die kein Feuer fangen oder irgendwie sowas. Das wäre so das nächste, was ich überprüfen würde, tatsächlich. Ich habe eine Nachricht von Rachel gekriegt. Chloe Price. Ich bin nicht scheiße? Bist du absolut nicht. Laut meiner Mutter schon. Weiß nicht, ob ich es ertrage, heute nach Hause zu gehen. Noch da? Ich hol was von zu Hause und sehe dich am Schrottplatz. Ich sehe dich sehr bald. Wehe, wenn nicht. Maybe there's another light bulb I can put in here. Ich weiß, wo die Glühbirne ist. Ich weiß es, da wo die Schlange. Ja. I know someone who would be very happy here. Finde ich gut. Finde ich schön. Und selbst wenn sie niemals. Selbst wenn sie niemals mit diesem Auto in irgendeiner Art und Weise sich von der Stelle bewegen. Das einzurichten und zur eigenen kleinen Basis zu machen, finde ich eine absolut geniale Idee. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Probably a good idea to cover over this with something. Okay, Leute. Wir brauchen eine Glühbirne, wir brauchen etwas, um das Loch da abzudecken und wir brauchen. Ja. An die Arbeit. Dieses Auto flickt sich nicht von alleine und das ist eine gute Übung für den Car Let's Junkyard. see what else this trash heap has to offer. Wunderbar. Einfach wunderbar. Papas Auto. Ja, das ignorieren wir mal. Die Palette lag die da vorher schon? Habe ich die komplett übersehen? Oder kann ich erst jetzt damit interagieren? Ah, jetzt. Ja. Wunderbar. Shit.
Okay, ja. Nearly all great art is made on the insides of car hoods atop ships in the middle of junkyards. Ja, habe ich auch schon mal gehört. What do I want to tell my fellow sailors of the seven trash heaps? Got it. Wunderbar. So muss das nämlich. I don't know for a fact that there isn't buried treasure there. Army Metis. Ich kann noch weiter klettern. Okay. Warum nicht? Hey, Pisshead spielt immer noch im Radio. I can't believe Rachel set that fire. I don't think she meant to, but I also don't think she didn't mean to. Crazy that something so destructive can also be so beautiful. Or a fire that began in a trash can could grow to light up the entire sky. In conclusion, fire. Pretty sweet. The virtue of is going in the way. Keep it tight so no one will stray. Staring at a light. Needless to say that I'll be alright. Okay, wir haben noch Arbeit vor uns. Bin gerade am Überlegen, ob wir den Spielzeugroboter vielleicht auch ins Auto stellen könnten. Light the way, Robobulb. Oder wir nehmen natürlich die Glühbirne, das geht auch. So, hatten wir hier nicht noch irgendwelche Sachen? Die Piratenflagge, aber sowas von. Aber sowas von, das passt so wunderbar zu Chloe. Warum soll ich das Radio abschalten wollen? So, wir bräuchten aber immer noch eine Abdeckung. Wie zum Beispiel. War hier nicht irgendwo irgendwas? Der Teppich wäre noch eine Möglichkeit. Today, you begin an exciting new life as a floor mat.